Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Aber dieses Mal werden wir mit Leon spielen und zwar der zweite Durchgang. Ja, wie ich es euch schon angekündigt habe, ja, hoffen wir natürlich, dass wir da ein bisschen besser durchkommen. Will Ergebnis ansehen? Oha. Was für ein Rang A? Braucht man 5 Stunden? Sind wir beim zweiten Mal 4 Stunden sogar? Ach du Scheiße. Oh Gott. Rang A beim ersten Mal. Okay, das verringert sich dann nochmal alles um eine Stunde. Na super. Was haben wir denn hier? 3 Stunden 30 für einen Rang A. Okay. Na gut, ich werde mein Bestes geben, aber wir werden das sowieso nur einmal durchspielen. Mit Leon. Und den Rest werde ich eigentlich hier alles, ja, für mich alleine privat spielen. Na dann, Leon S. Kennedy, zweiter Durchgang. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Und auch hier werde ich auf Veteran spielen. Yep. Ah, jetzt fängt das hier schon wieder an bei mir mit meinem Bild zu ruckeln. Momentchen, ich muss schon wieder mal umstellen. Das heißt, zack. Zack. Hoffen wir mal, dass das Bild nicht wieder mal verloren geht. Hatte ich oft genug schon. Niemand da? Wow, nicht schießen! Bis zur Hölle. Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin! Das ist ja mal ein schneller Start für einen nicht ganz so alltäglichen Arbeitstag, nicht wahr? Hey, aber. Wie ist der jetzt an den Zombies vorbeigekommen? Und überhaupt und ey. Claire, ich hoffe, du hast es hergeschafft. Ich hoffe es doch mal auch. Oha, so viele Gräber. Kann ich hier drüber laufen? Nee. Gibt mir eigentlich alles nicht. Und wir haben echt nur die eine Waffe. Na super. Ey, aber ich glaube, hier vorne ist auch eigentlich Claire reingekommen, ne? In die Polizeistation. Das klingt irgendwie alles nicht so gut. Was haben wir hier? Ein rotes Kraut, yay! Oder oh, drüben war sogar ein blaues. Und Moment, oh, ein Mr. Raccoon. Yep. Da habe ich sowieso noch nicht alle gefunden. Werd wahrscheinlich auch nie alle finden. Außer vielleicht, wenn ich mir mal einen Lösungsweg an. Oh Gott.
Oh Gott. Gibt's hier noch? Heilende Objekte. Ja, komm, das kennen wir doch alles schon. Kartenbildschirm. Nicht nützlich. Blablabla. Okay. Ja, yeah, Schneidewerkzeug. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Das will ich doch hoffen. Oh Gott! Hey! Warum denn? Na toll. Was ist das denn für ein Scheiß? Wieso stehe ich denn auf einmal direkt neben denen? Na toll, bin schon in Gefahr. Nee. Na toll. Futsch. Was ist denn das für ein Mist? Freetable. Geht ja schon mal wieder mal gut los hier irgendwie. Wenn sie besonders vorsichtig, wenn mehrere Zombies in der Nähe sind. Reifenkopf. Oh nee, oder schon wieder die ganze Chose nochmal von vorne. Na gut. Dab 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 dab. Na, ich wünschte, ich würde das Spiel doch auf PC spielen. Ah, okay. Wenigstens bleibt der Mr. Raccoon abgeschossen. Komisch ist, dass die halt jetzt noch nicht aufspringen, ne? Ich renne einfach mal. Scheint das Beste zu sein, denn kommen nicht hinterher, die Idioten. Ja, hier kommt. Danke. Das ist hier mehr Ausrüstung geben. Oh, was haben wir hier? Oh ja, eine Handgranate. Sehr fein. Und die M19. Aber was habe ich denn da oben dann für eine Knarre? Ach, das ist die Matilda. Ich behalte das mal beides. Oh, ja. Ach du Scheiße. Warte mal. Ach, die braucht andere? Och nö. Aber soll das jetzt heißen, ich krieg keine normale Munition mehr? Nicht gerade, wie ich mir das... Ach ja, heilende Objekte, das hatten wir doch schon. Aber hier steht doch auch 9mm. Ne, 45er ACP, na super. Vorgestellt hatte.
Trommel doch. Oh, da ist ja noch jemand. Trommelt mal nicht alle so, Freunde. Upsi, du hast den Hut verloren. Autschen! Oh, der war gut. Warum hält Leon da bitte schön noch mit einer Hand? Leck mich. Kommt hier lang. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Und ich bräuchte gerne mal noch Heilungszeug. Das geht ja schon mal wieder gut los hier mit dem ganzen Kram. Objekte verwalten und wegwerfen. Yo. Wegwerfen habe ich gesagt. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ich irgendwie auch nicht. Ich wollte das Kraut. Aber ich wusste, dass es da welches gibt. Nein, 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 nein. Ja, nochmal bitte. Ich meine, ich habe den Zombie ja gehört, aber... Auf Licht, mit einem hellen Blitz können sie ihre Schlurfen in Gang für eine Weile stoppen. Mhm. Gut, dass es beim G-Virus-Monsterchen klappt. Wusste ich ja, aber bei den anderen. Hm. Oh, wir haben schon 6 Minuten verbraucht. Super. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. In Rang A. Ganz bestimmt. Und anscheinend könnten wir ja, wenn wir die Uniform nicht nehmen würden, die ganze Zeit hier in den Straßenklamotten rumrennen, würde ich mal fast sagen. Wäre auch interessant. Rennen, Leon, rennen! Das war knapp, aber sowas von top. Lass mich ruhig, wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Ja, Handgranate haben wir. Oh, aufnehmen sollst du sie schon, Freundchen. Ja, komm, das hatten wir alles schon. Muss ich mir nämlich alles angucken. Nicht gerade, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe hier nur noch 14 Schuss, ey. Wie soll man denn hier so klarkommen? Hallo? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hab doch... Wenn es irgendwie mit Leon hier die ganze Scheiße rasanter geht, muss ich sagen, ist es doch nicht gerade einfacher. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ja, Leon, wer hat das schon, ne? Dann gehe ich diesmal nicht oben lang. Okay. Halt. Ach, Menno.
Komm. Damit da nicht noch so Inneren kommt. Was? Oh. Komm, hau ab. Ausgerissene Seite, Teufel Löwenstraße, das sieht man nicht. Oh, hier steckt ein Messer. Kampfmesser, jupp. Och nö, die Dinger kann man auch hier zumachen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, Karte. Man könnte nach unten gehen. Oh, was haben wir hier? Blindmunition jetzt schon? Oh, Speicherraum. Sehr fein. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Hä? Nee. Ja, eh nicht speichern. Ich habe ja keine V-Band. Also Helmchen. Haben wir hier? Hochwertige Schießpulver. Und? ACP-Munition heißt das, ne? Ja. Okay. Magnum-Munition? Echt jetzt? Okay. Ja, was? Ich nehme sicher jetzt aber doch die Kräuter. Ah, nee, lieber nicht. So viel, viel zu wenig Platz. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier liegt hier was rum. Oh ja, hier liegt noch was. Ein Elektroteil. Na, das sieht aus wie die komische Sicherung. Hm. Wie kann ich jetzt speichern? Ohne Farbband, bitteschön. Das ist ein Mist. Aus wie unten Gefängniszellen, wo sonst der Licker mal war. Nein, danke, würde ich mal sagen. Bin ich nicht hier nach innen gekommen? Ich geh lieber mal da rein. Aber hier, ein Farbband. Och nö. Ich hab hier kein Brett, nischt. Was ist denn hier? Gott, bloß ab, Schweinebäckchens. Nee. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt ihr Schweine denn alle her? Okay, der ist schon mal umgefallen. Oh, da hinten ist Marvin. Oh yeah. So, zwei Farbbänder. KKK. Das wird ja eine lustige Nummer werden. Und bisher noch kein einziges Heilungsitem.
Teufel? Habe ich mir auch gerade. Nee. Gibt's hier irgendwas? Ja, hier. Ist wohl ein normales, na super. Was ist noch ein. Eine Blendgranate. Hau doch ab. Ah, Scheiße! Was zur Hölle? Gott. Ja. Mal hier. Ja, kombinieren Schrotflinte werde ich wahrscheinlich später mehr als genug brauchen. Kein Platz mehr, was ist das? Und hier hängt ja schon wieder so ein Hut. Unser kleiner Kriecher, wa? So. Du kommst weg. Heinz kommt weg. Brauche ich dich jetzt schon? Oben, ne? Warte mal, was gab's denn hier? Ach, in der Eingangshalle gibt's gar kein Speicherdings mehr. Ich hoffe ja wenigstens, dass dann beim Dings ein Speicher ist, Punkt ist. Wie ist das? Beim Entwicklungsraum. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge auch hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Resident Evil 2, dem Remake. Mit Leon im zweiten Durchlauf, Szenario B hier. Zweiter Durchlauf kann ich ja nicht sagen, es ist das Szenario B. Von daher sage ich nur noch ciao, ciao. Bis dahin.